Guten Morgen, ihr Lieben. Wir machen heute Kniebeuge und Liegestütze in einer besonderen Form. Die Stella möchte euch das vorführen. Die weiß noch gar nicht, was es gibt. Wenn sie es nicht schafft, müssen sie 50 Strafklopis machen. Filmen wir mit. Und zwar, ihr stellt euch hin, Kniebeuge, wisst Bescheid. Fersen bleiben auf dem Boden. Und ihr geht ganz runter, quasi also Hüfte unter Knie. So. Wir beginnen mit 7 Stück, das heißt 3x7 die ganze Aktion, 7 von unten bis zur Hälfte. Also wir gehen runter und dann machen wir nur bis zur Parallele. 1 bis zur Parallele. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann gehen wir hoch und bis zur Hälfte runter. 1 bis zur Hälfte. 2, bis zur Hälfte, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann geht es komplett 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganz runter, 7. Ihr merkt? Wird nicht so einfach für Lutscher. So, dann sind die ein bisschen warm, die Oberschenkel. Ich sage es gleich, ihr guckt mal so 5 bis 10 Durchgänge. Ihr guckt halt wirklich, dass ihr die 3x7 ordentlich absolvieren könnt und ihr nicht so ein Pfiffi macht. Gehen wir nach rüber. Und das gleiche mit Liegestützen. Selbst für die Groß empfehle ich da, beginnt den ersten Satz erstmal mit Damenliegestützen. Das heißt, ihr beginnt von unten bis zur Hälfte. Also ihr geht runter und dann ist hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann von oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann komplett. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie gesagt, die Profis, tastet erstmal an den ersten Satz, dass er euch warm macht, so wie ich jetzt. Und dann können wir die zweiten geschmeidig. Wenn dann aus ist, mache ich das auch. Können wir dann die 3x7. Korrekt machen, okay? Port frei, bis gleich.